Ein Traum für jeden Jurassic Park-Fan. Der wunderschöne Soundtrack. Und so liebe Tierchen, die ganz wunderschön klingen, gottesähnlich, engelsgleiche Stimmchen haben. Ich bin gespannt. Hey Yoda, sieht aus, als ob der Sturm hier alles auseinandergenommen hat. Wir sollen die Leute hier nicht vor dem Sturm retten, Dicke. Na klar, weiß ich doch. Wer ist denn jetzt noch alles auf der Dino-Insel? Oscar, du hast die Liste. Sag Dicke, was wir hier genau tun sollen. Er hat schon wieder ein Briefing verschlafen. Suchen und retten. Biogenetikerin Dr. Laura Sorkin. Gentechniker David Banks. Packtierarzt Jerry Harding, seine Tochter Jessica Harding und eine nicht identifizierte Frau, die... Warte, sagtest du gerade was von... Ja, auf der Arbeit war wohl, verfüttere deine Tochter Tag. Nur gut, dass sie mich geschickt haben, um sie zu retten. Riesige, fleischfressende Dinosaurier oder Willy Yoda. Ich weiß nicht, was bedrohlicher klingt. Team Bravo, ihr Alpha Dog. Wann kommt ihr voraussichtlich am Besucherzentrum an? Over. Wir sind hier, wo seid ihr? Das reinste Schlachtfeld. Keine Spur von Überlebenden. Over. Nur noch unsere Runde. Auf dem Weg zur Landezone. Ankunft in circa 10 Minuten. Ende. Hey, hey, Dicke. Nicht so schnell. So. Wir haben uns verflogen, oder? Genießt die Aussicht. Ich will erst ein Dino sehen. Weißt du überhaupt, wo du hinfliegst? Das kleine Ender steht für Norden. Ich hab mich nicht verflogen. Ich verstehe schon, dass es dem Heimlich ist, Team Bravo nach dem Weg zu fragen. Das ist völlig normal. Warum genau bist du von der Pilotenschule abgegangen, Yoda? Tja, ich bin nicht dafür gemacht. Ich seil mich lieber von Helikoptern ab, als sie zu fliegen. Genau. Hör zu, Ingen will, dass wir die Überlebenden so schnell wie möglich finden und wieder verschwinden. Das ist alles. Da liegst du falsch, Nike. Stiefel-Alpha-Saurier. Höhlenmenschen. Ingen hat nämlich auch ein paar Höhlenmenschen zum Leben erweckt. Die müssen wir auch finden und wegbringen. Oh, verstehe. Ich bin eigentlich hier, um zwei Höhlenmenschen abzuwerfen. Genau, mein Guter. Bist du da deswegen? Klar. Jetzt haben wir aber Verletzte. Ey, wir mimen den mal. Ich will unbedingt wissen, wie diesen Höhlenmenschen imitiert. Oscar, welche ängstliches Baby auf den Piloten setzen? Happy. Alpha, bitte kommen. Team Bravo wurde ausgeschaltet. Sind im Dschungel. Mehrere Angreifer. Ich trete den Rückzug. Los! Na dann mal los, ne? Und was ist mit uns jetzt? Wir retten erst diese, Frau das Leben und dann wollen sie uns erschießen. Was passiert mit Jess und was passiert mit dem Herrn Harding? Tierarzt seines Zeichens. Ich bin gespannt. Ich frage mich, ob wir uns retten können. Lass den Motor laufen, damit du uns jederzeit hier rausholen kannst. Roger! Oh. Das sieht ja nicht so schön aus. Ich frage mich auch jetzt, zu welcher Zeit das jetzt gerade spielt. Oscar, Gaza ist tot, aber das waren definitiv keine Dinosaurier. Sieht aus, als wurde er erschossen. Oh. Krass. Ich schaue mich mal ein wenig um. Ist hier noch was auf dem Boden irgendwo? Ja. Guck erstmal hier hin. Mann, das sind vielleicht heftige Betäubungspfeile. Und das ist ein T-Rex-Fußspur. Das nenne ich mal einen Fußabdruck. Ja, sehr schön. Können wir was zum... Haben wir. Gucken wir uns erstmal den Hubi an hier. Guck, vielleicht ist noch jemand drin, dem wir helfen können. Sieht aber nicht so aus. Gucken wir mal an. Sieht aus, als wurde der Hubschrauber abgeschossen, als er abheben wollte. Abgeschossen. Aha. Verdammt, Linares. Worauf hast du geschossen? Ist nicht mal in Deckung gegangen. Billy, komm rauf hier. Okay. Ja, komm mal, geh mal rauf, ne? Zum Buden. Wo ist er denn? Hier oben. Ich weiß nicht, was... Lasst mich in Ruhe, verdammt! Lasst mich!
Was zum Teufel? Vargas. Ich will erst mal gucken, blöde Spuren. Was ist denn jetzt das hier ist los? Eine Menge Blut. Heilige, was zum Teufel hat das hier angerichtet? Ab geht's. Die Kev, wir gehen rein. Pass gut auf da draußen. Was wird da drin jetzt sein? Velociraptoren? Was zum Teufel ist mit euch passiert? Es war nicht meine Schuld. Wir konnten sie nicht sehen. Nur ihre Augen. Komm jetzt raus, Vargas. Ah. Was zum Teufel? Scheiße, Leute. Alter, ist das krass hier. Ich mach das schon. Ich schau, ob es einen anderen Weg gibt. Hör auf mit dem Scheiß, Vargas! Raus aus dem Licht! Sie werden euch sehen! Der ist schon ganz schön fertig, der Gute. Was? Und das sind noch die Kleinen hier. Ich weiß gar nicht mal, wie sie heißen. Kappa irgendwie? Keine Ahnung. Ah, die sind auch fies. Und jetzt drüben müssen wir jetzt noch vor uns. Ach, ein Haufen Viecher hier gerade im Besucherzentrum, ne? Au, oh, Backe, ey. Wir haben wenigstens ein paar Waffen dabei. Ah. Zurücktreten. Das ist ein Befehl. Hier draußen am Strand sind wir leichte Beute. Wir müssen uns Schutz suchen. Was glaubst du, was du da tust, Vargas? Was ist hier? Ich habe Überwachungsmonitore gefunden. Sehr gut. Mit den Kameras kann ich ihn suchen. Sprich mit mir, Yoda. Wo ist er? Ich kann Vargas nicht sehen. Sorg dafür, dass er sich bewegt. Ich hole ihn mir. Okay. Feuer! Machen wir gerne. Auf deine Augen, Yoda. Mal ein bisschen was tun hier. Sehen. Es ist zu dunkel. Und ich bin gespannt, was ist hier passiert. Auch. Wo kommen die Leute jetzt her und was ist mit unseren Charakteren passiert? Wo seid ihr? In den Bäumen? Zeigt euch! Was zur Hölle? Yoda, ich sehe hier draußen nicht. Check die Monitore. Kannst du irgendwas erkennen? Rechts hinter dem Felsen-Ding. Oh, fuck, jetzt hab ich gedrückt. Yoda, wo ist Vargas? Er versteckt sich. Sorgt dafür, dass er sich bewegt. Ja, machen wir schon. Also probieren es zumindest. Eine ganze Weile. Und, was macht der Vargas eigentlich hier? Da ist er doch. Nee. Doch. Jetzt haben wir ihn. Guter Schuss. Wo ist meine Waffe? Wir werden angegriffen. Sie kommen zurück. Lasst mich in Ruhe, verdammt! Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe! Oscar! Zurück! Heilige, was zum Teufel ist mit ihm passiert? Hey, hey, Vargas, sieh mich an! Was stimmt nicht mit dir? Was mit den anderen passiert? Was mit dem Helikopter passiert? Mich interessiert alles. Wir fangen mal mit dem Helikopter. Wer hat den Hubschrauber runtergeholt? Du selber? Die verdammten Kommunisten wollten ihn stehlen. Sie sind schlau, aber ich habe sie aufgehalten. Welche Kommunisten? Außer uns ist doch niemand hier. Oscar, wir müssen rausfinden, was mit Vargas passiert. Redet wir irgendwie helfen. Vergiss es. Er ist verrückt geworden. Die Sicherheitszentrale. Vielleicht ist was auf dem Weg. Durchhalten, Vargas. Hey, da hinten ist noch ein Überwachungsmonitor. Vielleicht findest du was auf den Videobändern. Das ist eine gute Idee. Wir können ihn doch nicht einfach so zurücklassen, Mann. Wenn wir rausfinden, was passiert ist, können wir ihm vielleicht helfen. Okay. Kamera 1. Ich schätze, diese Kamera war länger nicht in Betrieb. Kamera 2. Okay, Team Bravo ist vor höchstens 30 Minuten hier angekommen. Schauen wir uns das hier mal an. Nichts.
Okay. Nichts so. Los hier. Vom Bild relativ scheiße, ne? Siehst du das da? Was? Was ist das? Keine Ahnung. Aber schau dir das mal an. Wer zum Teufel ist das? Das sind wir. Ich schätze, das sind die Hardings. Also ist die Frau da gerade mit unserer Kohle abgehauen. Ah. Ach du Scheiße. Wir müssen los. Die Cat, schmeiß den Motor an. Wir heben ab. Wo willst du mit uns hin eigentlich, ja? Die Waffen noch in der Hand. Wir haben ihr Leben gerettet, ja. Wer auch immer sie sind, sie müssen uns zum Besucherzentrum zurückbringen. Sie haben ja keine Ahnung, was hier draußen los ist. Ich kenne mich hier aus. Ich brauche sie nur, um uns vor diesen Kreaturen zu beschützen. Tatsächlich? Und wie soll ich das bitte anstellen? Die Elektrozäune sind aus. Die Dinosaurier können frei auf der Insel herumlaufen. Niemand ist hier sicher. Ingen-Rettungsteam Alpha an Dr. Jerry Harding. Das Besucherzentrum wurde offenbar angegriffen. Der Wenn sie immer noch da draußen unterwegs sind, ist, sollten wir vielleicht versuchen, eine Spur zu hinterlassen. Jess, das reicht. Wenn Sie wollen, dass wir uns von den gefährlichen Raubsauriern fernhalten, muss ich wissen, wo wir hingehen. Norde. Nach Norden? An die Küste, warum? Geht Sie nichts an. Das Boot wird nicht mehr da sein, auf was Sie vielleicht hofft. Das ist schon, denke ich mal, längst weg. Ach. Ja. Sie sind verletzt. Lassen Sie mich helfen. Largate. Wir machen hier kurz Pause. Wenn wir anhalten, muss ich ein Feuer machen. Das hält die Dinosaurier fern. Meinetwegen. Bleiben Sie in Sichtweite. Ja, das ist sehr dankbar, die Gute, ne? Man muss einfach mal das Leben gerettet. Das eigene Leben aufs Spiel gesetzt. Kann ich irgendetwas tun? Bleib in der Nähe. Okay, wir können uns jetzt hier ein bisschen umschauen. Haufen Sachen können wir tun. Hier hinter, machen wir alles mal durchschauen. Sind diese Beeren essbar? Ich habe Hunger. Diese Pflanze ist giftig. Schon eine Handvoll von ihren Beeren kann einen erwachsenen Mann töten. Aber sie sehen so lecker aus. Nur ein paar werden mir bestimmt. Ja, wunderschöne nicht Pixel. Achso, selbe. Nein, ich will sie schon mal hören. Na klar, sogar die Beeren hier sind giftig. Ja, die wunderschönen Beeren. Was haben wir hier? Noch kleine Fußspuren? Hier sind ein paar frische Dino-Spuren. Ganz kleine, wie von einem Huhn. Wahrscheinlich nur ein Compsognathus. Ach, den meinte ich vor uns. Ich habe viele unterwegs gesehen. Keine Sorge, sie sind relativ harmlos. Aber nicht in der Masse, ne? Da sind sie nämlich gefährlich. Und der, guck mal, der chillt hier hin. Was macht sie eigentlich? Muss man das Radio nehmen? Psst, ganz heimlich natürlich. Was? 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 Nichts. Was? Hinten gehen wir gleich hin, schon mal gucken, was hier ist. Diese Pflanze sieht komisch aus. Hey, bleib in der Nähe. Mensch, ihr weckert immer rum hier, wir mal Ruhe umgucken. Gibt's immer kleine Gezeter? Gibt's doch gar nicht. Hey Dad, sind diese Beeren essbar? Nein. Wahrscheinlich nicht. Jetzt gar nichts essbar. Halten wir uns von allem fern, was wir hier finden. Hier ist alles giftig, hier ist alles gemein, hier ist alles gegen uns und vor allem will uns alles aufessen, ne? So. Schauen wir mal hier hinten hin. Das sind Eier, hey, Dino-Eier, Dad, geil. Hier drüben sind ein paar Eier. Sind die vielleicht von Dinosauriern? Eier? Nein. Auf der Insel leben doch nur Dinosaurier-Weibchen. Lass sie trotzdem in Ruhe. Wir haben schon genug Probleme. Da brauchen wir nicht noch eine wütende Vogel- oder Echsenmutter. Ja, gut. Das haben wir ja auch im ersten geklärt, wie das mit den Eiern zustande kam. So, können wir noch, haben wir noch andere Schauplätze eigentlich? Ach, wir können Sichten wechseln. Die bestimmt wieder böse. Was? Guckst du mich an? Keine Dummheiten. Ja, ja, war mir schon klar. Noch was hier, Arm? Hm.
Was? Was war denn das jetzt? Krass, du. Naja, gut. Habe ich noch irgendwas übersehen? Können wir noch was sagen? Hallo? Verletzung? Haben Sie Familie? Wir können ja ein bisschen Gespräch mit Ihnen anfangen, Sie ein bisschen so einlüllen, um aus dem psychologischen Wege die Kleine mal ein bisschen ausfragen. Warum sind Sie denn eigentlich hier? Bevor ich auch nur einen Schritt weitergehe, will ich jetzt wissen, warum Sie hier sind, genau, und was Sie hier mit uns vorhaben. Alles wird gut, wenn Sie tun, was ich sage. Top Antwort, Mädel. Bist ja richtig, eine Nette. Haben Sie Familie? Haben Sie eigentlich Familie? Über die Ecke? Sie nichts an. Ich dachte nur, wenn Sie vielleicht verstehen... Sie lieben Ihre Tochter, nicht wahr? Ja. Und? Ja, natürlich. Und Sie würden alles dafür tun, dass sie sicher aufwächst? Ja, natürlich. Gut, dann tun Sie genau das, was ich sage. Dann werde ich Ihre Tochter auch nicht erschießen. Sie reden mit Jess, als hätten Sie selbst eine Tochter. Stimmt's? Seien Sie still. Denken Sie an Ihre Tochter und Sie werden verstehen, was... Seien Sie endlich still! Tut mir leid. Sie wissen gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? Comprende. Kein Wort mehr, sonst werde ich Sie erschießen und Sie den Bestien zum Fraß vorwerfen. Bitte beruhigen Sie sich. Das war doch nicht böse gemeint. Seien Sie einfach still. Okay. Ich verspreche es. Nur tun Sie uns nichts. Bitte tun Sie uns nichts. Gewieft. Oh, gewieft. Okay, tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Ja, siehste, man kann hier ein bisschen... Teamwork und so, ne? Ist ja fürs Leben immer wichtig. Hey, ich habe heute 2 Liter Cola getrunken und muss mal dringend pinkeln. Ganz dringend. Geh, aber beeil dich. So, jetzt stellen wir mal die Frequenzen. Man möchte sie nicht eigentlich. Schwach. Jetzt. Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Bitte identifizieren, over. Hey, hi, ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Dschungel. Orientierungspunkte? Orientierungspunkte. Nein, eigentlich nicht. Der ganz normale Dschungelscheiß nur. Viele Bäume, viel Erde und so. Dschungelcamp und so, ne? Hier sieht alles gleich aus. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen. Ah, verdammt. Hey, was glaubst du, was du da tust? Na, Funken. Ich wollte nur meinen Freund anrufen. Estúpido. Bitte nicht, das ist alles meine Schuld. Ich will sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern, comprende? Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Na los, gehen wir endlich weiter. Okay. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, hallo? Wenn Sie... Was ist passiert? Waren Sie das? War das die Hardings? Ja, das Mädchen. Hat sich nicht gut angehört. Das Mädchen meinte, sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung Charaktere und schauen, was wir finden. Keine Ahnung, Yoda. Verschlüsselt zusammengehören, verbunden sind. Ich hab mal eine Studie gelesen. Tu mir einen Gefallen und halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Gut festhalten, Leute. Das ist es! Siehst du was, Oscar? Kommt mir bekannt. Die sind genau in der richtigen Snackhöhe für einen Dino, ne? Für einen T-Rex. Lange vor deiner Zeit. Mann, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht, ob wir die auch retten können. Das werden wir auch sehen. In der nächsten Folge. Ciao.